Live aus Salzburg ist uns jetzt der Politikwissenschaftler und US-Experte Reinhard Heinisch zugeschaltet. Guten Abend. Guten Abend nach Wien. Herr Professor Heinisch, beginnen wir mit einer Frage, die uns alle wohl seit gestern Abend intensiv beschäftigt. Wenn man in den USA in einen Vergnügungspark gehen will, kann man nicht einmal eine Nagelfeile mitnehmen, ohne da x-mal gefilzt zu werden. Gestern haben nun vor den Augen der Weltöffentlichkeit Dutzende Menschen das Parlament gestürmt, ohne dass da großer Widerstand dagegen spürbar und sichtbar gewesen wäre. Wie ist sowas aus Ihrer Sicht möglich? Naja, wir haben hier ein Multiorganversagen der Behörden. Einerseits war man nicht vorbereitet, andererseits hat man offenbar nicht verstanden, dass es im Internet bereits die Aufrufe gibt, dass das auch gewaltbereite Gruppen waren, dass da vor allem der harte Kern der rechten Szene vertreten war. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, auf das muss man immer wieder hinweisen, auch die komplexe Situation in Washington. Washington ist halt kein Bundesstaat, dadurch hat Washington auch keine Polizeihoheit, sondern da gibt es einerseits die Washingtoner Polizei, die ist für sowas denkbar schlecht ausgerüstet. Und dann natürlich gibt es die Bundespolizei oder die verschiedenen Einsatzgruppen des Bundes und auch die Polizei des Kapitols selber. Und die war einerseits nicht vorbereitet, aber die untersteht aber auch einer anderen Bundeshoheit. Und die untersteht nämlich dem Kongress und letztlich unterstehen die Bundesbehörden auch dem Präsidenten. Und der Präsident hatte offenbar sehr wenig Interesse daran, die sehr martialisch aufzumarschieren gegen seine Anhänger. Wenn das jetzt wahrscheinlich die Black Lives Matter Bewegung gewesen war, das haben wir auch schon gesehen, dann sind die Bundesbehörden, die natürlich auf Donald Trump hören, sehr wohl bereit, hier mit entsprechender Stärke aufzutreten. Also da liegt auch die Schuld natürlich hier bei der Bundespolizei. Bleiben wir gleich bei diesen Protesten Black Lives Matter. Letztes Jahr haben wir die in mehreren Bundesstaaten erlebt, auch in Washington. Wir können jetzt auch Bilder von diesen Demonstrationen einspielen und wir sehen auf diesen Bildern, dass die Polizei dann nicht nur in großer Mannstärke da war, sondern auch überhaupt nicht zimperlich mit den Demonstrantinnen und Demonstranten umgegangen ist. Das führt unweigerlich zu der Frage, wird Gewalt in den USA unterschiedlich gewichtet und letztlich damit auch unterschiedlich geahndet? Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad sicher der Fall. Das ist natürlich auf der einen Seite auch zu verstehen, dass sich die Polizei oder Polizeieinheiten teilweise in einem ähnlichen Milieu heraus rekrutieren. Das sind viele ehemalige Soldaten, das sind Leute, die oft den Karriereweg in Richtung Sicherheitsbeamte, Gefängnisbeamte haben. Das ist teilweise eine ländliche weiße Unterschicht, aus denen sich die rekrutieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber natürlich der, dass sehr bewusst von dieser Regierung und von rechten Kreisen die Gefahr von rechts einfach unterschätzt wird und gleichzeitig in die Gefahr von links, von der sogenannten Antifa, bewusst aufgebaut wird. Und das machen jetzt nicht nur die Regierung, sondern es gibt auch ein Medienökosystem, der das ganz gezielt fördert. Also die Blindheit am rechten Auge auf der einen Seite und die gemeinsamen Wurzeln von Protestanten und Polizei, es ist eine andere Seite und in Summe ist das natürlich ein Problem. Donald Trump hat sehr erfolgreich Zwist in seinem Land gesät, hat auch erfolgreich Hass in seinem Land gesät. Kann man es sich jetzt so einfach machen und sagen, naja, in 2 Wochen ist das Ganze eh vorbei? Oder haben wir im Gegenteil nicht das Ende von etwas erlebt, sondern möglicherweise sogar den Anfang von etwas? Genau, das ist auch, glaube ich, eine der beiden großen Fragen, die wir haben. Die eine Frage ist, ist das jetzt der letzte verzweifelte Akt einer verlierenden Idee oder ist das der Beginn von etwas noch Hässlicherem? Das können wir heute zu diesem Zeitpunkt einfach nicht sagen. Wir wissen, dass sowohl die Ursachen, und die Ursachen sind viel größer als Donald Trump, das geht noch viel länger zurück. Der populistische Zeitgeist ist ja nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern auch ein europäisches. Und wir haben natürlich nach der Covid-Krise noch eine Wirtschaftskrise zu meistern. Also da gibt es sehr viele Covid- und Modernisierungsverlierer, wo sehr viel Wut und sehr viel Frustration aufgestaut sein wird, wo viele politische Akteure versuchen, das für sich zu instrumentalisieren. Also ich glaube, dieses Phänomen wird uns erhalten bleiben und die Verursacher dieses Phänomens bleiben uns erhalten, auch wenn auch Donald Trump abtreten wird. Und ob er wirklich endgültig abtritt, das ist dann auch eine andere Frage. Das ist, glaube ich, mal die eine Seite. Die andere große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie geht es mit der Republikanischen Partei
Partei weiter, denn diese Partei, das sind ja die Ermöglicher des Trump-Phänomens und die leben ja bis jetzt ganz gut, dass sie von Donald Trump, dass Donald Trump der Mobilisierer des Fußvolkes war, dass er die Wahlerfolge einheimsen konnte. Und da ist man auch willens gewesen, über alles Mögliche hinwegzusehen. Und die Republikaner sind jetzt gespalten und müssen sich sicher fragen, ob sie einerseits sich wirklich spalten, ob sie den Weg zurückfinden oder, wie ich befürchte, es eine Art Donald Trump Light geben wird. Da gibt es ja andere, die vielleicht nicht ganz so extrem sind wie Donald Trump, die aber die Vorteile eines Trumps für die Republikaner bieten, ohne teilweise die Nachteile, und dass wir ein ähnliches Phänomen in 4 Jahren dann wiedersehen. Ganz kurz zum Schluss noch, 13 Tage ist Donald Trump jetzt noch formal Präsident, in 13 Tagen soll die Amtsübergabe fixiert werden und über die Bühne gehen. Wir haben in den vergangenen Stunden jetzt öfter den Ruf nach einem Amtsenthebungsverfahren gehört, auch den Ruf danach, Trump für amtsunfähig zu erklären. Wie realistisch ist das, dass das so kurz vor der Amtsübergabe noch umgesetzt wird? Naja, Versuche in diese Richtung wird es sicher geben. Da gibt es eben 2 Wege, einen längeren und einen kürzeren Weg. Und der kürzere Weg über das sogenannte 25. Amendment, den Zusatz zur Verfassung, da müsste das Kabinett Trumps oder die Mehrheit des Kabinetts Trump für amtsunfähig erklären. Der Vizepräsident würde dann übernehmen. Das wäre die kürzeste und die schmerzloseste Art. Ein neuerliches Amtsenthebungsverfahren würde wahrscheinlich viel länger dauern und würde auch den Anfang der Regierungszeit Bidens überschatten. Und hier ist die Frage, ob Biden einfach diese Aufmerksamkeit dem Donald Trump noch weiter, ob ihm das der denn noch das gewähren möchte. Also da werden sich die Demokraten selber überlegen, ob das dann dafür steht. Allerdings glaube ich, gibt es ja andere Möglichkeiten, auch Donald Trump rechtlich zu belangen. Es sind ja mehrere Verfahren anhängig und ich glaube, man hat jetzt weniger Widerstände, wenn die diversen Staatsanwaltschaften dann versuchen werden, hier Donald Trump diese Verfahren anzustrengen gegen ihn. Vorher gab es eine Zurückhaltung, jetzt vielleicht mit den Ereignissen im Rücken wird man hier weniger zögern. Herr Professor Heinisch, vielen Dank und guten Abend nach Salzburg. Guten Abend, danke.